Russland könnte die heutige Tranche seiner Staatsschulden durchaus zurückzahlen, auch auf US-Dollar-Basis. Die Frage ist, will es Russland überhaupt noch? Ja? Russland könnte auch sagen, nein, wir zahlen nicht zurück, damit eben die westliche Welt massive Ausfälle hat. Nur weiß Putin genauso, wenn er damit anfängt, kommt der Bumerang ganz brutal zurück. Wenn Russland seine Schulden mit Rubel zurückzahlt, ist das de facto ein Staatsbankrott. Denn der Rubel hat im Augenblick in der westlichen Welt den Status als Spielgeldwährung. Das will überhaupt keiner haben. Das heißt ja auch, dass Russland damit auf Rubelbasis seine Schulden zurückzahlen könnte. Sehr günstig. Aber das heißt natürlich auch, kein westlicher Investor wird den Russen auch nur ein Penny mehr geben. Von daher sind wir dort, wo wir schon mal im Zarenreich waren. Russland ist pleite. Wenn Russland kein westliches Geld mehr bekommt, dann ist Russland de facto für die westliche Welt pleite. Russland ist der Pari an den Finanzmärkten, bekommt kein vernünftiges Geld mehr, ohne nicht Abhängigkeiten von China zum Beispiel einzugehen. Damit heißt das für die russische Wirtschaft, sie geht noch mehr runter. Das kann man argumentieren, denn Russen ging es nie wirklich gut, aber dann geht es ihnen wirklich dreckig. Und damit bezahlt Putin einen Preis. Ob er damit bis 2036 Staatspräsident bleiben kann, wage ich zu bezahlen.